Es ist ein geringeres Übel, diejenigen auszugrenzen, die sich noch nicht impfen haben lassen. Es ist die richtige Zeit für die Erstimpfung oder die spätestmögliche Zeit für die Erstimpfung und die richtige Zeit für die Drittimpfung. Ich bin sehr froh, dass wir Demonstrationsfreiheit haben, dass wir das Recht dazu haben. Aber im Letzten wird uns nichts davon abhalten können, strengere Maßnahmen zu ergreifen. Es ist ein ungemütliches Leben, aber selbst Lockdown überlebt man. Wenn dieses Mittel notwendig war, dann war es das richtige Mittel. Der Papst ruft dazu auf, es ist eine moralische Christenpflicht, sich impfen zu lassen. Für die Gegner wird es hart bleiben. So, nicht erschrecken jetzt, ne? Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Jogdler 66, Stunde der Wahrheit, Impfquisition Teil 15, geistige Kastration durch Zensur und keine Angst vor dem Tod. Es schien mir gepasst, nach der Zensur, die YouTube walten lässt, dieses Video von Adobe Reader vorlesen zu lassen. Das erste Video, das auf BitTube veröffentlicht wird, nachdem die Premiere auf YouTube nur ein Hinweis ist, auf den Link in der Beschreibung zu klicken, um das Video dort sehen zu können. Eine völlig neue Erfahrung auch für mich, zu der ich nur durch die Umstände gezwungen werde. Schade, dass man auf solche Maßnahmen zurückgreifen muss, um Menschen mit der Wahrheit zu erreichen. Um das beabsichtigte Video zu sehen, klickt bitte den Link in der Beschreibungsbox dieses Videos an, oder kopiert ihn einfach in einen Browser eurer Wahl, und das Video wird auf BitTube abgespielt. Kommentare könnt ihr dann nicht nur auf BitTube, sondern auch hier zu dem Video. Impfquisition, geistige Kastration durch Zensur und keine Angst vor dem Tod schreiben. Ihr könnt auch auf meine neue Webseite gehen, dort wird es in Kürze auch die Möglichkeit geben, Kommentare zu posten. Die Adresse meiner Webseite lautet https://jogdler66.de/index.php / Page / Startseite. Und auch der Link befindet sich in der Beschreibung dieses und aller weiteren Video. Aber jetzt geht es weiter mit meiner Stimme, auf BitTube. Das ist das, was manche nicht verstehen. Wir reden ja hier nicht über Wahrheiten, wir verkünden auch keine Wahrheiten. In der Politik geht es nicht um Wahrheiten. Aha. Es geht um Abwägen. Nur die banale Frage, Maske tragen in der Schule oder nicht?